Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pharao. Ja, die wollen jetzt alle ihren Kurtos und Magistrat haben, um sich weiterzuentwickeln, und ich bin auch der Meinung, dass die das bekommen sollten, so langsam. Ich habe übrigens einen kleinen Fehler festgestellt beim Übergang. Hier hinten fehlt ein Stück Straße, weswegen hier hinten nicht versorgt worden werden konnte. Das habe ich mal gerade behoben. So, dass wir jetzt gerade bei 5705 Einwohnern sind. Was haben wir hier für ein Problem? Achso, Magistrat und Kurtos. Ihr sollt es haben. Courthouse. Courthouse. Und... Courthouse. Bitte schön. Macht was draus. Achso, die unten brauchen das ja auch. Hochgeschwindigkeit. Ich bin immer begeistert, wie wenig abhängig wir da doch wieder von den Leben sind, sobald das Ganze ein bisschen besser läuft. Wie sieht es hier eigentlich aus? Hier drüben ist ja auch so ein bisschen. Hier funktioniert Irrigation Ditch. Okay. Hier wird auch ordentlich abgeerntet, hier wird ordentlich Potterie hergestellt. Die Möglichkeit hätte, das Deck hier rüber zu bringen. Jetzt habe ich hier eigentlich Bricks, ne? Ne, Pottery habe ich hier auch accepted. Ja gut, jetzt wo es ein bisschen besser läuft, dann fangen wir mal an, Sandstein zu importieren. Und zwar 300 Blöcke, ja. Und wir brauchen Bricks. Kann ich Stroh importieren oder kann ich die Bricks importieren? Zeig mal die Preise. Stroh importiere ich für 21, Bricks für 150. Ich importiere da mal das Stroh. 200 sollte reichen. Wo setze ich das denn hin? Ah, ich weiß. Storage Yard für Stroh. Brickworks. Das hat nicht so ganz funktioniert. Das wird weiter links. Sandstein. Können wir uns wahrscheinlich gleich anschauen, wie schön es ist, wenn ein Mausoleum gebaut wird. Architektenposten Feierhaus. Rotblock. Construction Skills. Wir brauchen einen Carpenter, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen drei Stonemasons und zwei, drei, vier Bricklayer. Wie sieht's aus mit Arbeitern? Nicht mehr ausreichend. Was braucht ihr jetzt hier? Ihr braucht Desirability? Oh, ich könnte ihn noch mischen. Schöner machen, das stimmt, da habt ihr recht. Was braucht ihr jetzt? Scribe School. Papyrus, nein! Verdammt. Müssen wir Papyrus selber importieren oder können wir Reed importieren? Schauen wir mal. Wir können Reed importieren. Und daraus Papyrus machen. Dann... Wo ist jetzt mal das? Genug Platz ist ja noch. Ich glaube, wir haben sogar noch Platz für einen Dock. Ach, das war super. Build Housing. Architekt und Firehouse. Da kommt schon eine Armee auf mich zu. Habe ich noch irgendwelche Forderungen? Nein.
sechs Monate, okay. Hier kommt rein. Reed. Ein Viertel, Papyrus, drei Viertel. Eins, zwei, drei. Papyrus-Mega sollte reichen. Kommen wir hier lang? Wir kommen mal lang, okay. Rotblock hier hin. Rotblock dahin. Oh. Wunderbare Geschwindigkeit. Wie? Tötet sie. Tötet sie alle. Bitte. Wo wollen die hin? Zählt sofort mit euch. Okay. Die brauchen es also Scribe School, dann bauen wir auch mal gerade direkt. Scribe School. Die Scribe School machen wir dahin. Dahin. Ihr braucht ja auch einen. Dahin. Was haben wir eigentlich für ein Culture? Das heißt, wir brauchen mehr Jugglers in der City. Ich nehme die 21 gerade mal. Sandstein haben wir 128, das ist viel zu wenig. Ich habe doch den Import von Reed gestartet, ne? Nein, habe ich nicht. Ich kann gerade nur den Kopf über mich selbst schütteln. Warum so gesehen nur noch 2000 Einwohner? An Nahrung mangelt es hier nirgendwo. Oh, Moment! Ihr braucht ja auch noch Courthouse. Und Scribe School. Ich habe völlig vergessen. Entschuldigung. Es war keine Absicht. Charity ist es ausreichend, Culture, wir haben zu wenig Mortuaries. Das war Quatsch. Hier unten noch, ne? Da. Hunderte Sandstein. Oh, die sind in der höchsten Ausbaustufe. Okay. Beautification, Large Statue, aber nicht so eine riesige, sondern die hier. Ihr für ein Problem, ihr braucht Desirability. Was? Ist euch nicht schön genug, oder was? Könnt ihr es wagen? Oh, dann entwickelt gerade alles zurück, weil, Entertainment. Entertainment. Oh, das Sandstein-Lager ist voll. Kümmern wir uns erstmal darum. Mausoleum. Ich sagte Mausoleum.
Hallo? 224? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7 mal 32 Blöcke sind noch nie. Hab ich verrechnet? Ich hab mich verrechnet. Es sind 8. Es sind 8 Lager mit Sandstein. 21 durch 7 ist 3. Hier habe ich doch noch Platz. Deckt den Posten. Feuerhaus. Ich hoffe, davon brauche ich wieder gerade nichts. Dann kommt hier noch zwei Juggler Schools hin. Ein Konservatorium, zwei Konservatorium und zwei Dance Schools. Da ist meine Sanddüne. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt genug Entertainment ist. Too few Jugglers in the City. Schwerexports, Rosen, naja, kein Bock. Ah, das Sandstein ist da. So, versuchen wir das also nochmal, ein Mausoleum zu errichten. Ach, ist das nicht schön, was brauchst du? So, die brauchen Workcamps. Okay. Und die brauchen nochmal 256 Blöcke Sandstein. Die brauchen also Workcamps. Gesetzt? Was hat da keinen Platz? Ich verstehe. Dann baut man das Mausoleum dahin. Das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist unser erstes Mausoleum. Oh stimmt, wir können auch schon mal anfangen. Genau. Dort schon mal die Pyramide vorzubereiten. Hätten wir auch schon längst anfangen können mit, weil die Bricks haben wir schon. So, was braucht ihr eigentlich? Ihr braucht Stonemasons. Ich finde, das ist immer bei diesen Spielen, das ist das Beste, was sie eigentlich haben. Das Erbauen von großen Gebäuden, wo du wirklich Punkt für Punkt zusehen kannst, wie es errichtet wird. Ich mag sowas. Vor allem, wenn die Stadt da im Hintergrund funktioniert, wir inzwischen 2.000-3.000 Leben haben. Ich hatte anfangs der Aufnahmephase hatte ich Geldprobleme. Das war, glaube ich, so die Sonntagsfolge. Was haben wir jetzt gerade? Wie viele Folge nehme ich gerade auf? Keine Ahnung, die vierte glaube ich. Könnten wir jetzt schon Mittwoch haben. Ich weiß es doch nicht. So. Ich nehme jetzt mal bitte keinen Sandstein mehr an. Dafür Plainstone. Das wäre bei euch kein Sandstein mehr. Dafür Plainstone. Dann importieren wir halt, bevor wir Plainstone importieren, brauchen wir über Plainstone.
Wir brauchen Kalkstein. Verdammt. Kalkstein. Kalkstein. Kalkstein, Kalkstein. Importiere Kalkstein. Oh, da haben wir noch gar keine Route für. Moment, das haben wir gleich. Punt. Nein. Benny Hassan. Verkauft. Plainstone. Ich habe alle Trade-Routen offen. Da. Nein. Oh, Moment. Die habe ich schon offen. Die verkaufen Bier. Kerma. Theben. Theben verkauft. Och, ich dachte jetzt schon. Ich hatte jetzt schon Befürchtung, dass wir den nächsten Fall von wo bekomme ich das her haben. So. Da hat das immer das Problem, wenn zwei Baustellen gleichzeitig offen sind. An der einen bekommen, an der anderen nicht. Wie viele Mitarbeiter haben wir eigentlich? Schon wieder viel zu wenige. So, du gehst mal auf Get Maximum, um heute eine Lager frei zu machen. Du gehst auf Kalkstein. Ich muss immer bei Kalkstein und das Pokémon Kleinstein denken. Es klingt immer so ähnlich. Kalkstein, Kalkstein. Erstmal ein Pokémon, das Kalkstein heißt. Das Ability must proof. Die brauchen Leinenstoff. Der ist aber auf Get. Okay. Also nur die üblichen Schwankungen, die dafür sorgen werden, dass wir nicht auf 8000 Leute kommen. Employees needed. Ach, so viel sind es nicht. Aber trotzdem weiß ich gerade nicht, wie ich auf 8000 Leute kommen soll. Die haben alles, was sie brauchen. Außer hier ist mal wieder nicht gut verbunden. Besser. Haben wir hier auch noch irgendwo sowas, wo die sich falsch verbunden haben? Hier. Wieder so ein Ding. Ich muss, glaube ich, sowas langsamer planen das nächste Mal. So, was braucht ihr? Braucht immer noch 120 Blöcke von Sandstein. Wie viele Blöcke Sandstein haben wir denn? Auf Lager. 96. Aber können wir schon mal das Lager hinten abreißen. Das ist nämlich leer. So, an Pottery soll es nicht mangeln. Es mangelt aber gerade so ein bisschen am Bier. Da haben wir noch genug auf Lager, da haben wir nichts mehr auf Lager. Ne, das Water Supply, das hier ist der Bazaar. Der hat noch 88 Bierkrüge auf Lager, das ist nicht gerade viel.
Wir sind nur kurz von 7000. Wie soll ich auf 8000 kommen? Das Mausoleum nimmt Form an. Und wir müssen wieder eine kleine Pause machen, weswegen ich jetzt gerade Pause-Key drücke, damit ihr das Mausoleum weiter auch in seiner vollen Pracht wachsen sehen könnt. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.